Hallöchen, Fritz. Heute bekommen wir die Wildcard gesagt. Ich weiß, ich bin ein paar Monate zu spät. Genau genommen, ein Monat, glaube ich. Vor einem Monat wurde das hochgeladen. Ich weiß, ich bin zu spät, aber ihr seid gerade in Kanada und es interessiert mich halt wirklich gerade. Ich habe einfach diese Videos gesehen, beziehungsweise die Story gesehen, wie Knossi im Flugzeug sitzt und ich war so, oh mein Gott, Seven Wars Wild geht einfach los. Hype auf. Es war nur eine, keine Ahnung, Bruchteil. Es waren 5 Sekunden. Und ich war so, oh mein Gott, Hype in meinem Kopf. Pro! Level 1000. Und ja, was soll ich sagen? Wer ist die Wildcard so eigentlich so? Hey Leute, ich bin's Fritz und heute geht es, wie ihr natürlich schon längst gelesen habt, im Titel um das Wildcard-Team für die dritte Staffel von Seven vs. Wild. Bevor wir da reingehen, wieder die wichtige Info, es gibt einen offiziellen Seven vs. Wild-Kanal, den auf jeden Fall abchecken und abonnieren. Da läuft aktuell die Uncut-Serie aus Panama, also aus der zweiten Staffel. Und dort wird später dann auch die Hauptserie stattfinden und dort wird auch das Behind-the-Scenes zur dritten Staffel kommen. Also, ja, Videobeschreibung auschecken, anklicken und abonnieren. Dankeschön. Es hat lange gedauert, sich durch die ganzen Bewerbungen durchzuarbeiten. Das Orga-Team im Hintergrund hat natürlich auch da sehr, sehr viel Arbeit übernommen, alles durchgescoutet. Ich habe mir im Stream viele Videos angeguckt, viele Bewerbungen, habe mit euch drüber gesprochen. Wir haben Abstimmungen gemacht, auf dem Live-Kanal kamen viele Reactions. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, dann mit der Community zu interagieren. Es waren wirklich sehr viele geile Bewerbungen am Start. Wir mussten uns natürlich final für 2 entscheiden. Ne? Wildcard diesmal als Team Edition, also 2 Wildcards. Aber es gibt eine Besonderheit. Denn wir haben quasi noch so eine Art dritte Wildcard, einen dritten Platz vergeben. Backup. Was es damit auf sich hat, wieso, warum, weshalb, erfahrt ihr in diesem Video. Okay. So, wir gucken mal ganz kurz rein. Hashtag Seven vs. Wildcard, darüber lief das ganze Jahr. Und nice. Wir haben das vorher alles ein bisschen getrackt. Es sind natürlich auch Bewerbungen vom letzten Jahr dabei. Aber für die dritte Staffel gab es ca. 1700 Bewerbungen dieses Jahr. Da schon mal großen Crazy. Respekt und fettes Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Könnt ihr euch natürlich auch alle nochmal durchgucken, durchchecken. Ey Leute, wir haben uns echt viele angeguckt, ne? Zumindest ein paar. Wir haben uns aber echt auch schon ein paar angeguckt, das weiß ich noch. Und das war echt krass. Ey, die haben wir beispielsweise auch gesehen. Wie gesagt, ich habe mir viele angeguckt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, die am Start sind. Coole Kanäle, die ich dadurch entdeckt habe und die ihr dadurch vielleicht auch alle entdeckt habt. Die große Frage ist natürlich aber, wer ist es jetzt final geworden? Wir erinnern uns zurück, wir haben 2 Wildcard-Plätze zu vergeben und auf der größten Social-Media-Plattform haben wir einen Platz für über 10.000 Follower und einen Platz für unter 10.000 Follower. Der Grund dafür war, dass wir einfach wollten, dass sich jeder bewerben kann. Generell war uns natürlich auch die Community-Meinung immer wichtig, deswegen haben wir auch viel Kommentare im Hintergrund unter den einzelnen Videos gelesen und natürlich auch die ganzen Abstimmungen im Stream mit einfließen lassen. Jetzt nochmal zuhören, denn eine Sache ist mir extrem wichtig. Ich weiß, dass jeder wahrscheinlich so seinen Wunschkandidaten hat, den er unbedingt als Wildcard dabei haben will. Seid bitte respektvoll allen gegenüber. Es kann nicht jeder dabei sein. Es gibt halt nur 2 oder 3 Plätze. Auch wenn es vielleicht nicht euer Wunschkandidat ist, im Endeffekt haben wir nur diese 2 Slots. Und es waren natürlich extrem viele gute Sachen dabei, aber wir mussten uns final für 2 entscheiden. Das heißt, selbst wenn es nicht euer Liebling geworden ist vielleicht, seid höflich und respektvoll. Unbedingt. So, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Der erste Wildcard-Platz für die Grenze unter 10.000 Followern geht an Hannah. Ja, auch mal ein bisschen Frauenpower hier an den Start bringen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an die Bewerbung von ihr, haben wir auch gemeinsam im Stream angeguckt. Da hat sie am Anfang noch diesen Clip drin, wo sie die Bären selbst gefilmt hat. Stellt sich ein bisschen vor. Crazy, ein paar Facts zu Hannah, wer sie noch nicht kennt. Hannah kommt aus Österreich, ist 31 Jahre alt, ist Nationalpark-Rangerin, Wildtierfotografin und Filmerin. Ja, und das hat man gerade in dem einen Video gesehen, also in dem Thumbnail, dass sie irgendwie ethisch vertretbar, Tierfotografie oder sowas. Und da hat sie ja auch gerade so eine riesen Kamera und sowas, ne? Wanderführerin. Die Community-Meinung hat damals 84% ergeben, die gesagt haben, yes, Hannah wollen wir gerne dabei haben, was auf jeden Fall schon sehr, sehr stark war. Wir haben im Hintergrund auch schon zu Hannah Kontakt aufgenommen, das heißt, sie hat auch schon final zugesagt, sie weiß auch schon Bescheid, hat sich natürlich riesig gefreut. Nice. Vielleicht wird sie auch auf ihrem Kanal dann mal ein Video dazu machen, ein kleines Update, wie sie das empfunden hat, was sie vielleicht vorhat. Wir werden sehen, ob sie vielleicht auch Seven vs. Wild Vorbereitungskontent auf ihrem Kanal bringen wird, ein bisschen Training, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen.
Wer sich an die Bewerbung zurückerinnert, dort hat sie auch erzählt, dass sie gewisse Survival-Kurse absolviert hat, ein bisschen ja, Erfahrung im Bereich Bushcraft hat und auch schon so Notunterkünfte gebaut hat. Ich glaube, das wird Boah. eine sehr, sehr spannende Geschichte. Aber die gute Hannah geht natürlich nicht alleine raus, sondern sie braucht natürlich noch jemanden an ihrer Seite. Und deswegen geht es jetzt um die zweite Wildcard Okay, für über Affe, das 10.000 weiß ich. Follower. Äffchen, Auch da ne? haben wir uns natürlich verschiedene Mit dem Gedanken gemacht, weil Motorrad. wir natürlich uns Die überlegt hat mir haben, okay, gesehen. wer Ich würde glaube, die jetzt ist gut drin. dazu passen, wer Sorry matcht für und so Spoiler, weiter. aber Wir ich wollen ja glaube, auch die ein ist bisschen drin. dieses Body-Ding haben. Bin mir Also haben zu wir natürlich auch uns 99% überlegt, sicher. was könnte da am Glaube besten ich. passen. Und die Affe? zweite Wildcard, Trommelwirbel, geht Affe? an Äffchen? Ja! Affe Wusste auf ich! Bike. Das heißt, wir haben Wenigstens wusste ich etwas. als Wildcard ein Frauenteam. Geil. Wer sie noch nicht kennt, hier auch noch mal ein paar Infos. Sie ist 23 Jahre alt und seit 4 Jahren gefühlt überall weltweit mit ihrem Motorrad unterwegs. Ich verfolge sie auch schon länger und es ist wirklich krass. Anfangs noch Südamerika, dann in Asien irgendwo unterwegs Nice gewesen, Sache. dann oben in USA, Kanada und so weiter. Also, das ist einfach krass, was sie von der Welt schon gesehen hat und das in so jungen Jahren. Das Besondere ist, und jeder, der sie verfolgt, kriegt das auch mit, dass sie so gut wie jeden Tag eigentlich draußen schläft. Und das egal bei welchem Wetter. Teilweise fliegt dann auch mal irgendwas um, dann regnet es rein, irgendwas ist klitschnass. Oh Also no. ich glaube, sie ist sehr belastbar, was das angeht. Und ich denke, dass auch ja, die Stammzuschauer von ihr mir da zustimmen werden. Sie ist eine absolute Powerfrau und ich habe auch mitbekommen, dass sie selbst teilweise ihr Essen schießt, angeln geht, sich versorgt. Ich habe auch in letzter Zeit gesehen, dass sie ein bisschen Notshelter, Unterkünfte gebaut hat. Also auch da sind schon die ersten Skills vorhanden und ich bin gespannt, wie sie das dann in der Praxis umsetzen wird. Die Community-Abstimmung damals im Stream hat 82% für Ja ergeben, was auch auf jeden Fall ein ganz klares Zeichen war. Wir haben auch zu ihr schon Kontakt aufgenommen, hat sich natürlich mega gefreut, wird vielleicht auch auf ihrem Kanal Social Media mäßig irgendwie was von der Vorbereitung zeigen, wenn sie jetzt dann ja anfängt zu trainieren, das Ganze öffentlich ist und auch mit euch dann darüber sprechen kann. Und ich würde sagen, damit haben wir ein sehr spannendes und starkes Frauenteam in der dritten Staffel am Start. Ich habe es Nice. anfangs schon gesagt, wir haben noch eine dritte Wildcard. Ja. Was hat es damit auf sich? Keine Ahnung. Wir sind diesmal 14 Leute, das heißt die Wahrscheinlichkeit, Ah, dass dass jemand krank irgendwer ist. vorher vielleicht krank wird, irgendwas Ist hoch, passiert, ja. warum auch immer, Panikattacke, man weiß es nie, Ja. dann wollen wir einfach die Möglichkeit haben, diesen Slot aufzufüllen. Ergibt Ja? Sinn. Als Aha. Beispiel, Martin reißt sich einen Zehennagel ein und sagt, ich kann nicht, es geht nicht, ich bin im Eimer, ich bin raus. Dumm, Dann dumm, könnte ich dumm. sagen, okay, pass auf, dann gehe ich mit der dritten Wildcard rein. Es gibt Perfekt. aber natürlich auch die Variante, dass dann ein Team sagen würde, ja Moment, ohne mein Buddy gehe ich nicht rein. Und in dem Fall haben wir noch eine Extra-Regelung und zwar würde dann Dave mit der Wildcard zusammen rausgehen, weil Dave ist so oder so am Start für das Behind the Scenes. Warum erzähle ich euch das? Dass ihr einfach mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie viel Planung und Orga im Hintergrund ist, wie viel Backup-Lösungen man haben muss, um einfach vorbereitet zu sein auf gewisse Eventualitäten. So, wer ist jetzt aber Wildcard Nummer 3? Als Wildcard Nummer 3 ist mit am Start. Ja, das Schicksal wird entscheiden, ob er zum Einsatz kommt oder nicht. Trommelwirbel. Es ist natürlich Jan. Oder was? Jan. Ja? Der Allerechte. Einfach eine legendäre Bewerbung. Und an der Glaube, die Stelle. Bewerbung haben wir auch nicht gesehen. 14 Meter Sprung in absoluter Finsternis. Alter, was ist das für ein crazy Dude? Alter. Sieht schon krass aus. El Schlappo. Geil. Hätte ich Sieht gern. auf jeden Fall irgendwie aus, als ob er aus den 80ern kommt, oder? Sieht irgendwie sympathisch aus, muss ich irgendwie sagen. Noch mehr aktive Wildcard-Plätze gehabt, um die zu vergeben, weil er, glaube ich, auf jeden Fall auch ein richtig geiler Typ ist, der da reinpassen würde. Jan Okay, wird. also Team 1 Knossi und Sascha. Team 2 Trimax und Romatra. Team 3 Papa Platte und Reese. Team 4 Joey Kelly und Reas Keeling. Boah, Team 4 freue ich mich riesig, ne? Wartet, wo ist die Nachricht hin? Ich muss ablesen. Team 5 Wildcard-Team. Affe auf Bike und Hannah Asil. Team 6 Fritz und Madin. Team 7 Naturensöhne. Team 8 Reserveteam. Jan Schlappen. Und Teamkamerad oder Dave. Nice. Soll ich sie in die Playlist packen? Was soll sie mir in die Playlist packen? Achso, die finale Flasche. Ich habe gedacht, das ist in der Playlist. Sehr gerne. Also die Flaschen gucke ich mir auf jeden Fall auch sehr gerne an, was sie da in diese Flaschen reingemacht haben.
Dankeschön, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Bis zum Moment der Aussetzung wie ein ganz normaler, regulärer Teilnehmer behandelt. Er weiß schon Bescheid im Hintergrund, hat sich auch mehr gefreut, ist auch völlig fein damit und startet jetzt auch schon sein Training, damit er ready to go ist, wenn es zum Einsatz kommen sollte. Ja, damit ist das Wildcard-Team nice. Komplett. Schreibt gerne mal eure Meinung zu der... Ich sag's dir, also Leute, ich sag's euch, nicht dir, euch, ich hatte ihn gerade, ich finde ihn irgendwie sympathisch, er wirkt irgendwie so wie so ein bester Kumpel, irgendwie so aus den 80ern, irgendwie mag ich den. Aber ich sag's euch, der hat eigentlich die beste Karte bekommen. Wisst ihr warum? So, er ist trotzdem dabei, kriegt alle Benefits, aber muss nicht draußen pennen. Ich sag's euch, das wäre meine Wildcard. Das ist schon echt crazy. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, Leute, die pennen halt wirklich mitten in der Wildnis, mitten im Nirgendwo, mit Bären, mit was weiß ich was für, nicht Viecher, sondern was für tolle Tiere da draußen noch leben. Das versteht mich nicht falsch, ich liebe Tiere. Leute, ich habe gestern einfach eine was ist denn keine Heuschrecke, wie heißt es? Grashüpfer. Ich habe gestern einen Grashüpfer gerettet. Wisst ihr warum? Ich bin losgefahren, so mit dem Auto, ich fahre so los. Und dann merke ich auf einmal, auf meinem linken Außenspiegel ist auf einmal ein Grashüpfer. Und ich bin die ganze Zeit extra mega langsam gefahren, ne? Und der Grashüpfer ist nicht runtergesprungen. Und dann bin ich sogar stehen geblieben. Grashüpfer ist nicht runtergesprungen. Dann bin ich echt ausgestiegen. Ich wurde ausgelacht. Die haben mich gefilmt tatsächlich dabei, meine Beifahrer. Die haben mich ausgelacht, dass ich diesen Grashüpfer... Ich fand das aber voll wichtig. Hallo, ich habe Grashüpfer gerettet. Da wollte ich auf eine Hand. Deshalb habe ich dann irgendwas geholt. Solche Tücher. Also zumindest diese Hülle von den Tüchern. Also stell dich vor, das sind die Tücher, ne? Ich habe diesen Grashüpfer dann so genommen und dann habe ich ihn ins Gras gebracht. Und dann bin ich weitergefahren. Deshalb, also versteht mich nicht falsch. Ich liebe Tiere. Also, ne? Ich kann nicht mal ein Grashüpfer was tun, ne? Also ich hatte voll Schiss, dass der Grashüpfer einfach runterspringt oder von dem Fahrtwind runtergeweht wird oder sonst irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb, boah, also... hab den Grashüpfer gerettet. Auf jeden Fall, Riesenrespekt an jedes Team, das da draußen gerade mit ganz vielen verschiedenen Tieren schläft und in der Wildnis ohne Dach über dem Kopf. Und ich finde es wirklich respektabel. Also wie gesagt, ich war nicht so mutig, habe keine Wildcard geschickt, weil ich finde es krass. Ich finde es wirklich, wirklich krass. Hallöchen! Konstellation in die Schön Kommentare. Was haltet ihr davon? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Ich finde es mega. Seid fair, seid respektvoll, seid sachlich und begründet vor allem immer eure Meinung ordentlich. Also ganz ehrlich, ich hätte ihn auch sehr gerne gesehen, beziehungsweise ich würde ihn auch sehr gerne sehen, aber ich würde es mir nicht wünschen, dass irgendjemand aus dem bisherigen Team rausgeht, weil ich die Team schon sehr feier. Aber ich würde ihn auch gerne sehen irgendwie, weil er sieht irgendwie sehr sympathisch aus. Es wird natürlich in den nächsten Tagen und Wochen noch einige Updates zur dritten Staffel geben. Die ein oder andere Regeländerung, Anpassung, werden wir natürlich mit euch teilen. Das Ganze ist ein wachsender Prozess. Wir sind im Hintergrund fleißig am Arbeiten und teilen das Ganze hier mit euch. Von daher, wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall den Fritz Meinecke Live-Kanal gerne abonnieren. Und natürlich den offiziellen Seven vs. Wild-Kanal, wo dann später auch die Hauptserie und das Behind-the-Scenes stattfinden wird. In diesem Sinne, schön, dass ihr mit am Start wart. Schreibt gern eure Meinung zu den Wildcardern in die Kommentare. Seid respektvoll, seid höflich und vor allem cool. Begründet gerne eure Meinung. Und dann sehen wir uns demnächst in einem der neuen Videos. Bis dahin. Ciao, ciao. Also ich find's mega. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu fügen soll. Also ich find's auch sehr clever, halt so Reserve dabei zu haben. So, ne? Also ist schon cool. Aber ich hoffe, Dave muss nicht einspringen, weil wir würden gerne eine Behind-the-Scenes so sehen. Und wenn er einspringt, dann wäre schon blöd so eine Art so. Wisst ihr, wie ich meine? Aber wäre schon cool, auch Dave wiederzusehen. Aber so das Behind-the-Scenes ist auch schon so wichtig und so. Aber we will see. Ich freue mich auf jeden Fall sehr.